Und da sind wir ja beim nächsten Part von Kingdom Hearts 1. Und wir machen weiter. Wir müssen jetzt da lernen. Okay, ist immer falsch, ja, ist immer falsch. Wie immer falsch. Wir müssen nämlich zum Baumhaus, genau, zum Baumhaus. Ab zum Baumhaus. Wir sind hier vollkommen unter. Tauch ab. Gut. Kletter hoch, Silber. Oh, Sora, du Arschloch. Fällt der Typ runter, Junge. Spiel. Wo ja noch Bad Martino bist du sind bei dem Spiel. Ah ja, nur die Kutte schon nicht vergessen. Ich gehe doch hier irgendwo. Da liegt noch da was. Geil. Warte mal jetzt kurz, da ist doch glaube ich noch ein anderer. Ich möchte wieder da hoch. Da muss ich zum Baumwipfel kommen, die Nerven. Wir sind jetzt auch noch eine Triotech. Wer sie jetzt erkennt, da ist er. Ganz mies versteckt. Ganz mies. Man sieht sie nicht. Man sieht sie einfach nicht. Scheiße, glaube ich, falsche Leute. Ist doch richtig. Das ist eine Kiste. Eine Mega-Eater. Sie müsste jetzt ein Speicherpunkt sein. Ich bin nicht genial. Tarzan gegen Goofy. Verstehe ich ihn. So. Dann hören wir uns doch mal die Triotech. Mammutbaum. Und da ist eine Triotech. Und ups, da haben wir es. Eine Kiste. Überwelten. Dann geht's hier weiter.
Schule mal wieder rein. Schein dir bei. Gut, Stunde ist schon erledigt. Und dann schützt du mir weg, wenn ich das mal brauche als Protest. Wir springen einfach mal hier runter, sollten wir eigentlich Anfang schon machen, aber naja. Und gehen jetzt mal in die Lianrutsche. Das will ich auch mal gemacht haben. Um eigentlich Gold zu machen. Okay, jetzt müssen wir was machen. Gut. Da spielen wir auch überall davor. Juhu, ganz mehr. Trotzdem hat er als Erna. Alle gut aus die Gatte, oder? Okay. Ich weiß nicht, wie würde ich mich an mir färben wollen. Dann ist das doch mal noch zum Nistplatz. Wir haben doch alle gerettet. Seltsam. Tiefe Urwelt. Okay, machen wir das Jahr ein Spiel. Und ich bin vom Speicherpunkt. Anspringen im Kopf. Abspringen. Und wir fallen runter. Ich will diese Kiste noch an. Das war eine Weltkiste, das weiß ich noch prozentig. Dass da noch eine Weltkiste ist. Die ich habe. Wir müssen Belohnungen, wenn wir Weltkisten finden. Also. Oh, springt der Fatzenkopf daneben, Junge. Das ist nicht wahr. Ich hasse diesen Dreck. Ja, jetzt spring doch endlich mal ab. Ey, wenn ich mich... Jetzt. Jetzt springt der... Ich spring doch gleich durch. Den Scheißpunkt, Junge. Ich falle da hinten runter und lande wieder hier. Ist es dann hier. Dreck. Alles Dreck. Ja.
die mein Tierreiter. Das war die Kiste. Das ist meine Kiste. Ich bin lauter. Ach, natürlich bin ich nicht dran. Boah, du Misthund hier, das Futtersprung werfen. Das ist schon die Weltenkiste. Nein! Nein! Arschloch! Der hier hat den Punkt, ey! Also ich mach von hier lang. Oh, das ist wie gerade aufgetaucht! Ey! Oh, jetzt springt er nicht ab. Ich wusste auch immer, spiele ich mal ab für den Sprung. Mal, ich los, komm. So, jetzt wird hier zurückgesprungen. Reinspringen. Ja. Und ach, bin drüben. Komm schon ganz langsam. Und wir haben die Kiste. Oh. Oh, das war mit der Kiste. Wir haben es geschafft. Und so runter. Ich bin jetzt gerade ein bisschen schlau. Wo lang muss ich denn? Alle Lolas befreit? Warum startet jetzt nicht? Seltsam. Dann muss ich hier hoch, bitte. Alles durchsuchen hier. Ah ne, ich treffe hier muss zum Zelt muss ich. Nee, nicht zum Zelt. Ach nein, ich dachte zum Zelt, hier zum Zelt. Ich geh mal zum Zelt. Nein, das ist runtergefallen. Scheiße. Na gut, muss die Tür lang gehen. Wir gehen weiter und immer weiter.
könnte eigentlich noch Magie einsetzen. Ja, yeah, Max, oh, Maximum HP ist er ja. Geil, Maximum HP. Oh, Schattenleute. Na gut, das ist erstmal. Boah, Schattenleute da. Sehr blau. Eine Potion. Wir laufen von hier lang. Ich will kein Geld vorgehen. Nee. Hä? Ich hab Mr. Clayton in den Urlaub. Hä? Ah, jetzt endlich. Und was da passiert ist, erfahren wir das jetzt nochmal. Und was da passiert ist, erfahren wir im nächsten Part. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.